Oh hey, es wird Zeit für die, für das Duell für die Erlösung. Ja, willkommen wieder zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir haben direkt Ärger mit Dragan, dem, joa, einen der schwierigeren Duelle, oder eine der schwersten Duelle in dieser Staffel. Weil unser toller Rotdrachenherz Unterwäldler, sagen wir mal so wie es ist, einfach keine gute Karte ist. Denn der Junge spielt nämlich ein Nordisch Deck und ich will nicht sagen, dass die Nordische teilweise ziemlich hart ätzend sind, aber die sind ziemlich hart ätzend. Und wir haben ja den roten Nova-Drachen, aber um den zu bekommen, brauchen wir erstmal zwei Empfängermonster und den fucking Rotdrachen Erzunterwäldler. Und dieses Monster ist schon gar nicht mal so einfach zu spielen. So, alleine den Rotdrachen Erzunterwäldler zu bekommen, das ist auch eine Challenge. Ach komm. Das war das witzig? Ich glaube nicht. Ja. Gleich geht der Abfuck los. 1600 direkt. Und ich hasse es so sehr. Aber er hat noch nichts Brauchbares gespielt. Aber ich kann mir erlauben, mit dem Energiebrecher das Monster hier zu verkloppen. Baum. Baum. Nein. Zwei verdeckte Karten, weil die mir doch nützlich werden können, tatsächlich. Gerade die zielgenaue Wache. Oh nein, oh nein, oh nein. Bringt mir nichts. Nein, 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 nein. Okay, ich muss irgendwie dieses komische Vieh loswerden. Ich muss diese vier Karten irgendwie loswerden. Irgendwie zerstören. Ja, genau. Das ist, was ich haben will. Oder Moment. Ich habe eine andere Idee, was ich machen könnte. Ich greife einfach dieses Ding hier an. Spieler ruft der Gejagten, hole mir meinen Energiebrecher wieder zurück und dann verkloppe ich sein kleines Ungeheuer-Dingens da. Dingens-Gedöns da. Da geht zwar in den Verteidigungsmodus, aber ich kann nochmal Ruf der Gejagten verdeckt spielen. Für den Fall der Fälle. Ah, oh, Junge. Ja. Es sieht gut aus. Mystische Tomate, sagt. Ich musste sein Monster irgendwie kaputt hauen. Okay, die Frage ist, was mache ich jetzt? Och nö. Och nö. Och nö, och nö, och nö. War das jetzt ein Empfängermonster? Okay. Zielgenaue Wache, Schmutz. Mir kommt ja eh nichts übrig. Bleibt mir eh nichts anderes übrig, als den Effekt zu aktivieren. Okay. Kann der angreifen?
Ja, ihr könnt angreifen. Ja, ich muss ja das Fieder loswerden, aber... Ich greife dieses Vieh an. Mein Chamäleon kommt zwar jetzt zurück auf die Hand, aber ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Wahrscheinlich nicht, aber naja. Das werden wir ja schon gleich sehen. Oh nein. Aber ich habe ja zielgenaue Wache. Das heißt, ich kann mir erlauben, dass ich kann es mir erlauben, dass er angreift. Oder auch nicht. Denn jetzt bin ich jetzt komplett am Arsch. Hey, egal. Ich kann da keine ruhig kaputt hauen. Jedoch, meine zielgenaue Wache seinen Plan jetzt erstmal verhindern und wissen wird. Okay. Ich muss jetzt irgendwie. Okay, ich muss jetzt irgendwie versuchen, durchzuhalten. Was war der Effekt? Das gefällt mir nicht. Ehrlich gesagt. Aber ich glaube. Nein. Ich glaube, wir haben doch sehr, sehr gute Karten gerade. Nein, das macht keinen Sinn, wenn ich den Barrierenresonator wegschicke. Ich glaube, dass es smart wäre, sein Mega-Hamster kaputt zu hauen. Ich habe ja noch einmal zielgenaue Wache. Fuck. Er kann ruhig meinen Energiebrecher kaputt hauen. Soll er ruhig machen? Ja. Wir spielen jetzt zielgenaue Wache. Holen uns den hier wieder zurück. Okay. Okay, Ruf der Gärten. Ehre. Okay. Los, Chamäleon. Ja, bitte. Ich möchte den Effekt aktivieren. Hol mir den Energiebrecher zurück. Okay. Jetzt gibt's aufs Maul. Nein, nicht das falsche Psychomaterial verwenden. Und hier kommt der Rotdrachenerzunterbündler. Sehr, sehr bedrohliches Monster, wie ich finde. Aber jetzt, mein liebes Monster, geh mal sterben. Du bist dran. Ah, ja. Oh, er kann ihn wiederholen. Das finde ich jetzt ein bisschen ehrenlos. Oh, das wird jetzt sehr, sehr bitter sein für ihn. Ja, ich hole mir wieder meinen schnellen Läufer wieder zurück. Hm.
Das machst du lieber nicht. Ich habe ihn komplett... komplett verarscht, den Jungen. Aber komplett. Okay. Zielgenaue Wache ist Ehre. Ich kann jetzt den Effekt nicht aktivieren, weil ich jetzt den hier auf dem Feld habe. Okay. Warte mal, wir haben... wir machen 2200. Es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Oder wait. Im Ruf der Gejagten rumliegen. Okay. Ja, es wird nicht ausreichen. Aber es soll von mir aus auch so sein, dass es nicht ausreicht. Okay. Einen zweiten zu beschwören würde keinen Sinn machen, aber ich beende meinen Zug. Uff. Es ist jetzt ein sehr, sehr spannendes Duell. Ja, komm, kann er ruhig zerstören. Nein, das machst du jetzt lieber nicht, mein Lieber. Denn ich spiele zielgenaue Wache und ich gönne mir wieder mein geiles Monster. So leicht mache ich es dir natürlich nicht. Riesynchron. Warte mal. Mm. 2500. Da. Okay. Lass mich mal kurz zusammenrechnen. Es sind 2500 Schaden. Und es sind 2600. 2600. Das reicht nicht aus, um ihn umzubringen. Okay. Ich muss so oder so seine mystische Tomate angreifen. Oh, es ist so eng. Es ist viel zu eng. Dieses Duell. Aber ich muss sagen, dieses Duell ist definitiv ein GG wert. Ja, er wird jetzt wahrscheinlich mein Monster jetzt kaputt machen. Glaube ich, zuerst mit dem hier angreifen wollen. Was? Hä? Ach so, okay. Aber okay. Das sind 2000 Schaden.
2000 Schaden ich dadurch kassiere. Okay, wenn er nichts hat. Fuck. Nein! Ja, okay, das war's. GG. Ah, so knapp. Ah, warum so knapp verloren? Oh. Okay, aber ich gönn's ihm. Das war ein richtig schönes Duell. Muss man sagen. Es hat Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Oh. Das war so eng und so knapp. Warum? Okay. Jo, ich würde sagen, ich gönne mir den Priestsynchron und joa. Ich beende meinen Zug. Joa. Bestimmt spielt jetzt irgendwas krasses. Ja. Dass du ja mein Monster ja nicht vernichtest. Darauf habe ich absolut keine Lust drauf. Okay. Er trägt eine Zweierwall da hinten. Okay. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir greifen an. Hat er? Er hat nichts. Okay. Damit kann ich leben. Und ich gehe mal auf Synchro und spiele den guten alten Rotdrachen Erzunterwäldler. Haha. Was machst du jetzt, mein lieber Tragan? Ich muss aufpassen, dass ich nicht Dragon sage. Das wäre falsch. Alsch. Ja, du bist dran. Ja. Oh, warum war das klar? What? What? Was? Warum wurde der Effekt nicht aktiviert? Okay, ich bin gerade höchst verwirrt. Okay, der verrückte Erzunterwäldler. Ja, ich würde sagen, einfach mal einen Angriff. Yeah, Bruder. Nimm das. Und 3000 in die Fresse. Oh, jetzt ist er ganz still, der Junge. Jetzt ist er ganz still. Achso, hat er Durchbruchfähigkeit aktiviert vorhin? Oh oh. Oh oh. Hä? Achso, weil er denkt, dass ich kein Monster in meinem nächsten Spiel ziehe. Und hat er recht? Natürlich hat er recht. Natürlich! Aber ich greife an. Joa. Also wenn nichts Unvorhergesehenes geschieht, ist das mein Sieg. Und ich hoffe immer die ganze Zeit Durchbruchfähigkeit zu aktivieren. Die bringt dir nichts. Okay. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja. Es ist eigentlich einer der schwersten Duelle in der 5D-Story. Ich glaube, es gibt noch ein paar heftige Duelle noch. Aber wir haben erstmal gegen den Tor gewonnen. Und das nächste kommt der nächste mit Nordisch Monster. Das wird ein Spaß.
Bis dann und ciao, ciao. Schaltet wieder ein. Daumen hoch nicht vergessen. Abonniert den Kanal. Glocke aktivieren. Bye, bye.